Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 19 Video und heute möchte ich dir zeigen, wie ich es geschafft habe, Elite zu schaffen und wie du das eben auch schaffen kannst. Heute werde ich dir sehr leichte Tipps mitgeben, ich werde dir meine Taktiken zeigen, ich werde dir meine Anweisungen zeigen und heute wird sich alles eher mal so um diese Voreinstellungen handeln, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kann auch noch einen zweiten Teil zu dem ganzen Thema machen, wie man in der Weekend League besser wird und da würde es sich dann eher um Gameplay handeln. Falls ihr sowas sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder falls ihr allgemein mehr Tipps und Tricks sehen wollt, wie man einfach besser wird in FIFA. Ihr seht hier mein Ergebnis von der dieswöchigen Weekend League. Ich habe 23 Siege geholt, bin somit im Elite-Bereich. Ich hatte ein 22:5 und habe dann eben zwei Spiele noch verloren, kein Plan wieso, und dann habe ich das letzte halt gewonnen. Also ich hätte eigentlich auch wirklich noch Elite 2 erreichen können, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentriert hätte, aber es war eben schon spät am Abend und so, es war glaube ich 1 Uhr in der Nacht, deswegen habe ich es halt leider dann doch nicht geschafft, Elite 2 zu packen. Aber Elite 3 ging sich eben schön aus und ich war ja immer ein Spieler, der eher Gold 1 geholt hat und früher auch Gold 3 am Anfang von FIFA 19 und ich habe es eben mit diesen Taktiken und mit diesen Tipps geschafft, von Gold 3 auf Gold 2 zu kommen, auf Gold 1 und schließlich jetzt eben auf Elite 3. Und Freunde, vorweg, bevor ich euch jetzt meine Taktiken und Anweisungen zeige, jeder kann natürlich so spielen, wie er selber spielen will. Ich persönlich habe nur extrem gute Erfahrungen gemacht mit diesen Taktiken und diesen Anweisungen. Ich habe die alle selbst erstellt, ich habe mir da keine Vorlage genommen von irgendeinem anderen E-Sportler oder so, sondern ich habe das wirklich sehr, sehr eigenständig erstellt und bin aber wirklich sehr, sehr zufrieden und habe einfach super Ergebnisse damit erzielt. Und auch der Jakob, ein Abonnent, der auf dem Kanal dabei ist, der halt einfach auch immer in den Streams ist, mit dem schreibe ich auch auf WhatsApp manchmal und mit dem spiele ich auch Fortnite und so, das ist jetzt aber auch echt nicht Thema, der hat auf jeden Fall immer nur Gold 3 geschafft, wirklich jedes Mal Gold 3 hat er mir erzählt, immer, boah, ich habe gerade noch Gold 3 gepackt und jetzt hat er mal auf meine Taktiken umgeändert und hat jetzt tatsächlich Gold 1 gepackt, mit 20 Siegen bekommt somit 200 K-Packs, also viel, viel bessere Belohnungen, das heißt, auch bei anderen Spielern funktioniert diese Taktik sehr gut. Ich habe einem Spieler, der noch nie FIFA 19 gespielt hat, also schon FIFA 19 gespielt hat, aber noch nie FIFA 19 Foot Champions gespielt hat, also noch nie die Weekend League, einem guten Kollegen von mir, den habe ich auch die Taktiken eben gezeigt und gesagt, wie er das einstellen muss. Und der hat auch Instant Gold 3 erreicht und geschafft. Also es ist auf jeden Fall mit der Taktik sehr, sehr gut möglich, dass ihr einen wesentlich besseren Rang erreicht, als ihr es eben jetzt immer geschafft habt. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal einfach, wie ich Ingame spiele. Ingame spiele ich nämlich in der 4-4-2-Formation. Ja, in der 4-4-2-Formation spiele ich und das Ganze sieht dann so aus. Auch komplett egal, wer jetzt wo spielt eigentlich für euch. Auf jeden Fall die 4-4-2 ist meiner Meinung nach die wirklich beste Formation in diesem FIFA-Jahr. Also mir persönlich gefällt sie einfach unfassbar gut. Natürlich kann es sein, dass mal durch einen Patch oder so sich das Ganze ändert, dass eine andere Formation wieder besser wird. Aber meiner Meinung nach ist diese Formation wirklich die beste in diesem FIFA-19-Jahr. Freunde, wir gehen jetzt rein in die Taktiken. So viele haben mich gefragt, David, wie spielst du eigentlich? Ich zeige euch zuerst mal die sehr defensive Taktik. Da werde ich jetzt nicht viel dazu sagen. Da gehe ich jetzt einfach nur kurz durch. Da spiele ich Ingame 4-2-3-1, weil ich denke, dass das defensiv besser geeignet ist. Und bei den Anweisungen habe ich hier auch ein bisschen was eingestellt. Könnt ihr übernehmen, aber diese Taktik spiele ich eigentlich so gut wie nie. Also ich glaube, diese Weekend League habe ich nie auf sehr defensiv gedrückt, weil das einfach auch nicht die allerdefensivste Formation ist, beziehungsweise die defensivste Taktik. Also da oben steht zwar sehr defensiv, aber das ist nicht das allerdefensivste. Das war eigentlich auch ein Experiment von mir, weil ich schauen wollte, ob die 4-2-3-1 besser ist als die 4-4-2. Und meiner Meinung nach ist die 4-4-2 eben besser. So, Freunde, vergesst einfach den ersten Punkt. Finde ich nicht so wichtig. Könnt ihr natürlich übernehmen, aber finde ich nicht so wichtig. Jetzt wird es entscheidend, Freunde. Jetzt müsst ihr aufpassen. Defensiv habe ich eingestellt die 4-4-2-Formation. Und da spiele ich im Defensivstil ausgeglichen. Ich spiele nicht Druck nach Fehlern, ich spiele ausgeglichen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn ihr Druck nach Fehlern anmacht. Dann habe ich hier 4 Balken, hier nochmal 4 Balken. Ballbesitz habe ich eingestellt beim Angriff. Das ist, finde ich, sehr wichtig, weil ihr bei der Weekend League einfach sehr, sehr sicher spielen müsst. Dazu wird es aber im zweiten Video dann eben was genaueres geben, wo es dann ums Gameplay und so geht. Denn Ballbesitz ist wirklich eines der entscheidendsten Faktoren. Und ich habe da auch schon wirklich alles ausprobiert. Schneller Aufbau und so. Aber ich finde persönlich, Ballbesitz ist am besten, weil die Spieler sich am besten anbieten. Wenn ihr einen Pass nach vorne spielt auf euren Stürmer, das ist gerade niemand da, dann werden sie sich bei Ballbesitz noch am besten anbieten. Ballbesitz, meiner Meinung nach, das Allerbeste, was ihr hier einstellen könnt. Breite habe ich sehr, sehr hochgehalten, dass wir auch schön Platz machen, schön Räume schaffen. Spieler im Strafraum habe ich sehr wenige eingestellt, damit ich einfach nicht so offen bin, dann wenn der Gegner den Konter macht.
Bei den Ecken habe ich da eben zwei Spieler reingehauen und bei den Freistößen auch. So Freunde, wir gehen jetzt auf die Aufstellung, habe ich die 4-4-2 eingestellt. Wie gesagt, die ganz normale 4-4-2, meiner Meinung nach wirklich die beste Formation. So Freunde, bei den Außenverteidigern nichts eingestellt. Allgemein bei der ganzen Verteidigung überhaupt nichts eingestellt, denn ich finde, die normalen Einstellungen sind hier am besten geeignet. Prones hat ein Video gemacht vor kurzem und hat er gesagt, er hat überhaupt bei all diesen Spielern nichts eingestellt. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe schon was eingestellt und bin mit den Einstellungen zufrieden. Aber auf jeden Fall, bei den Außenverteidigern habe ich ausgewogener Angriff. Das ist wichtig, weil die sich dann auch gut anbieten. Wenn die ganze Zeit hinten bleiben, wenn ihr jetzt hier einstellen würdet, hinten bleiben, ganz, ganz schlecht finde ich dieses Jahr. Letztes Jahr war das wirklich der Grundbaustein zum Erfolg, dass ihr eure Außenverteidiger hinten lässt. Aber dieses Jahr ist es gut, wenn sie mit nach vorne gehen. Vertraut mir da, es ist wirklich besser. So, Außenspieler habe ich dann eingestellt. Hier, grundlegende Defensivunterstützung, alle Freiheiten bei Torwart, damit er schön auch in die Mitte ziehen kann, nach außen ziehen kann. Der hat halt wirklich super Finesse-Schüsse. Wenn ihr da rechts jemanden habt, der mit links schießen kann, auf jeden Fall alle Freiheiten geben, beziehungsweise teilweise sogar in die Mitte ziehen. Aber ich habe alle Freiheiten. Abwehr überlaufen, ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach schnell in die Tiefe spielen könnt und dass auch wieder Räume geschaffen werden. Den Rest habe ich normal gelassen. So, linker Flügel ist dann Mbappé, ist genau dasselbe eigentlich eingestellt bei ihm. Auch alle Freiheiten, dass er auch schön variieren kann, dass er auch vielleicht mal in die Tiefe direkt geht und nicht eben auf seiner Position außen kleben bleibt. Das ist nämlich wirklich schlecht, wenn die nicht variabel sind eure Außenspieler. Ganz, ganz wichtig, dass ihr hier alle Freiheiten habt. Den Rest habe ich auch ganz normal gelassen, könnt ihr 1:1 so kopieren. So, die zentralen Spieler, Freunde, da habe ich hinten bleiben bei Angriffen bei Matuidi eingestellt. Das ist mein defensiverer Spieler. Dort habe ich hinten bleiben bei Angriffen eingestellt. Flankenunterstützung normal, abfangen, energisches Abfangen. Wieso habe ich das eingestellt? Weil ihr dann einfach mehr Bälle abfängt, ohne einen Spieler zu steuern. Wenn ihr Matuidi nicht steuert, wird er von selbst die Bälle besser abfangen und energischer abfangen. Also einfach mehr Gas geben. Und Matuidi ist ein Spieler, der hat, weiß ich nicht wie viel Ausdauer, auf jeden Fall über 93, 94. Das heißt, der wird das aushalten, Freunde. Aber energisches Abfangen, das ballert eure Ausdauer runter. Das heißt, wenn ihr einen Spieler habt, der irgendwie nur 80 Ausdauer hat, würde ich niemals energisches Abfangen reingeben. Matuidi ist aber ein Spieler, der hat sehr viel Ausdauer, deswegen könnt ihr das einstellen. Aber hier, ganz, ganz wichtig, energisches Abfangen drückt die Ausdauer sehr nach unten im Laufe des Spiels. Ja, Position halten habe ich dann hier eingestellt. Nicht alle Freiheiten, dürft ihr niemals machen, Freunde. Ganz, ganz schlimm. Da steht auch, interpretiere deine Rolle frei und bleib im Angriffsdrittel. Also kompletter Blödsinn, niemals einstellen. Und dann hier ist normalerweise eingestellt Flügel abdecken, was überhaupt keinen Sinn macht. Mitte abdecken ist ganz wichtig. Worüber fallen die meisten Tore? Über die Mitte, bam, Mitte einstellen und die Sache hat sich. Und bei Petit habe ich, wie ihr seht, genau dieselben Einstellungen. 1:1 dieselben Einstellungen. Petit hat zwar nicht so eine hohe Ausdauer, aber dennoch habe ich energisches Abfangen drinnen, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass die zentralen Spieler da ordentlich hinterherjagen und die Bälle auf jeden Fall erobern wollen. Ich finde, energisches Abfangen ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, Freunde, vorne habe ich, wie ihr seht, einen Links- und einen Rechtsfuß. Ja, Aguero Rechtsfuß, Stoikov Linksfuß. Stoikov macht mir so viele Tore, hat mehr Tore als Spieler bei mir und bei ihm habe ich eingestellt, Abwehr überlaufen, auch dass er Tiefe schafft, den Rest habe ich gelassen. Bei Aguero auch, Abwehr überlaufen, den Rest habe ich gelassen, auch dass wieder Räume entstehen. Aber hier könnt ihr zum Beispiel auch machen, keine Ahnung, falsche 9 Anspielstationen. Da könnt ihr ein bisschen variieren bei eurem zweiten Stürmer, aber einem Stürmer würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass er eben die Abwehr überlaufen soll. So, Freunde, hier habe ich halt das hier eingestellt, ist auch komplett egal, das müsst ihr wirklich selber entscheiden, womit ihr eure Freistöße schießt, eure Ecken schießt und so weiter und so fort. Genau, ich möchte euch einfach nochmal zeigen, Freunde, Stoikov, Linksfuß, Aguero, Rechtsfuß, ja, sehen wir hier. Stoikov, Linksfuß, Aguero, Rechtsfuß. Wir gehen nochmal rein auf die individuellen Taktiken, gehen nochmal kurz rüber hier und ich möchte euch einfach nur zeigen, wie ich dann eben spiele in-game. Ich spiele natürlich mit dem Stoikov rechts, weil er dann diese Finesse-Schüsse ins linke Eck hauen kann und Finesse-Schüsse sind wahrscheinlich die größte Waffe in diesem FIFA, ja, deswegen auf jeden Fall immer, wenn ihr rechts Füßler habt, auf jeden Fall rechts, links hinstellen, dass sie eben die Finesse-Schüsse reinmachen können und die Linksfüßler eben rechts hinstellen. Tauvin ist auch Linksfuß, steht eben auf der rechten Seite. Mbappé ist, glaube ich, Rechtsfuß, aber hat eh 4 oder 5 Sterne Weakfoot. Das heißt, bei dem ist es eh ziemlich egal, aber Tauvin und Stoikov haben beide nur 3 Sterne Weakfoot, deswegen spielen sie beide auf rechts, weil sie eh nur mit links die Tore machen, von dieser Seite aus. Macht auf jeden Fall Sinn, Freunde. Da müsst ihr auch ein bisschen mitdenken, dass ihr da das Richtige macht, Freunde. Jetzt gehen wir zur offensiven Taktik und das ist die Taktik, wenn ich zum Beispiel ein Tor hinten lege, dann stelle ich das hier ein. Im Normalfall spiele ich mit der defensiven Taktik, die ich euch gerade gezeigt habe. Wenn es aber nicht so läuft, ich ein Tor hinten bin, spiele ich mit der Taktik. Druck nach Fehlern, Breite habe ich eben so hoch, Tiefe habe ich so hoch, da könnt ihr aber auch 4-4 machen, es ist eigentlich nicht so entscheidend, aber da habe ich halt das eingestellt. Dann hier Ballbesitz,
breite, ja, keine Ahnung. Also könnt ihr 1:1 so kopieren. Es sind natürlich mehr Spieler im Strafraum, mehr Spieler bei den Ecken drinnen und so. Das heißt aber, das ist alles eigentlich ziemlich ähnlich. Wir können es ja mal kurz vergleichen. Hier habe ich halt 4-4 eingestellt. Beim anderen habe ich 3-4 eingestellt. Eigentlich müsste ich hier auch 4 einstellen. Es ist wirklich egal, ob 3 oder 4. So viel Unterschied macht das jetzt auch nicht. Ja, Formation, Aufstellung natürlich wieder die 4-4-2. Und dann haben wir hier eben auch die Einstellungen. Hier habe ich auch alles wieder gelassen bei den Verteidigern. Hier habe ich, glaube ich, auch alles genauso wie bei Defensiv. Also würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn ich hier irgendwo was anderes eingestellt habe. Genau, da ist auch alles wirklich so eingestellt wie bei Defensiv. Der einzige Unterschied, Freunde, der einzige Unterschied ist, dass wir hier bei Offensiv eben Druck nach Fehlern anhaben und nicht ausgeglichen. Bei Defensiv habe ich ausgeglichen. Da attackieren sie nicht komplett blind. Hier attackieren sie für ein paar Sekunden, ich glaube 5 bis 7 Sekunden, attackieren sie blind. Sie attackieren einfach. Und das kann echt in die Hose gehen. Viele E-Sportler und auch Erne und so, die spielen diese Taktik mit Druck nach Fehlern. Finde ich teilweise extrem gut, teilweise extrem schlecht. Wenn ihr müsst auch immer schauen, wie gut euer Gegner ist. Wenn euer Gegner so ist, dass er den Ballbesitz die ganze Zeit haben will, er will die ganze Zeit den Ball halten und spielt hinten mehr rum als an andere Spieler. Es gibt Spieler, die spielen riskant nach vorne, es gibt Spieler, die spielen eher sicher. Wenn ihr einen sicheren Gegner habt, dann dürft ihr das niemals anmachen, weil sichere Gegner warten einfach, bis eure Spieler ganz rausgerückt sind und dann spielen sie einen Ball drüber und das ist ganz, ganz gefährlich. Deswegen gegen gute Gegner würde ich niemals Druck nach Fehlern anmachen. Genau. Dann habe ich noch eine sehr offensive Taktik. Das macht ihr euch jetzt bitte einfach per Screenshot oder so. Ständiger Druck und schneller Aufbau. Alles ziemlich hoch, weil ich einfach ein Tor machen muss. 4-4-2-Formation. Und da werde ich jetzt einmal kurz durchgehen. Aber da ist einfach komplette Eskalation, Freunde. Da geht es einfach nur noch nach vorne. Da müsste ich eigentlich hier auch einstellen. Defensive verstärken. Nein, eben nicht. Vorne bleiben. Da geht es einfach wirklich nur noch darum, irgendwie ein Tor zu machen. Da geht es wirklich irgendwie darum, ein Tor zu machen. Hier auch mit angreifen bei den Außenverteidigern, bei den Innenverteidigern. Verteidigen auch. Einfach komplette Eskalation. Da will ich einfach wirklich ein Tor machen. Das ist, wenn ich 1 oder 2 Tore hinten bin oder wenn halt die letzten 5 Minuten angebrochen sind und ich halt noch unbedingt ein Tor machen muss, dann stelle ich diese Taktik ein. Freunde, das waren meine Taktiken und Anweisungen. Viele wollten das wissen und hier habt ihr es jetzt endlich. Also stellt das auf jeden Fall genauso ein, falls ihr da eben auch, wie soll ich sagen, so erfolgreich sein wollt wie ich, beziehungsweise ich kann halt sagen, ich bin mit der Taktik sehr, sehr gut gefahren, habe sehr gute Erfolge erzielt, habe jetzt 2-mal hintereinander Elite 3 geholt. Und deswegen kann ich persönlich sagen, dass das die besten Taktiken und Anweisungen sind, für mich zumindest. Natürlich kann das jeder anders machen, ihr könnt teilweise variieren, aber ich denke, die 4-4-2 ist eine gute Grundformation. Okay, Freunde, das Video geht jetzt auch schon ein bisschen länger, aber das Video ist wirklich einfach für dich, dass du weißt, wie du ein bisschen besser werden kannst. Wie gesagt, im Teil 2 gibt es dann noch ein paar Gameplay-Sachen, die auch sehr, sehr wichtig sind, die viele nicht beachten. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist sehr, sehr wichtig und den sagen so wenige Leute. Ich sage ihn euch einfach, Freunde. Die Größe der Spieler. Die Größe der Spieler ist unfassbar wichtig. Und zwar die Größe der Spieler, die defensiv sind. Ganz klar, ein Offensiver muss jetzt nicht unbedingt riesig sein. Ein Eusebio ist mega, mega stark, einer der besten Spieler in diesem Spiel und ist nicht groß. Es geht eher um die Defensive. Damit die Verteidiger von euch die Kopfbälle gewinnen. Die Kopfbälle gewinnen, die am Anfang des Spiels, beziehungsweise immer, wenn der Ball ins Spiel gebracht wird, durch einen Anschuss vom Gegner, damit eure Spieler diesen Kopfball gewinnen. Weil dann habt ihr viel mehr Ballbesitz, ihr habt viel mehr Kontrolle über das Spiel. Freunde, ich sag's euch und vertraut mir da bitte einfach mal. Die Größe der Spieler ist unfassbar wichtig. Nehmt euch keine Außenverteidiger mit, die nicht groß sind und noch eine schlechte Sprungkraft haben. Denn, Freunde, Alexandro, schauen wir mal auf die Größe. Ist 1,80. Okay, denkt ihr euch jetzt so, ist ja gar nicht so groß. 1,80 ist ja gar nicht so groß. Was habe ich ihm für den Chemistry-Style gegeben? Ich habe ihm Anchor gegeben. Anchor bringt bei der Physis 2 dazu. Und insgesamt seht ihr rechts bei der Sprungkraft plus 10. Der Typ hat jetzt nicht mehr 80 Sprungkraft, was nicht so gut ist. Nein, Freunde, der hat jetzt 90 Sprungkraft. Und 90 Sprungkraft ist mega gut. Vor allem Alexandro ist auch einfach ein Biest, hat jetzt 85 Stärke durch den Chemistry-Style. Und deswegen gewinnt er auch jeden Kopfball. Die Größe reicht aus. 1,80 plus 90 Sprungkraft reicht aus, Freunde. Also die zwei wichtigen Punkte. Größe, der darf nicht unter 1,70 oder so sein, ein Außenverteidiger niemals, Freunde. Größe und unbedingt Sprungkraft. Sprungkraft ist wichtig, das beachten viele nicht. Beachtet bitte die Sprungkraft. Wenn der Verteidiger sich hinter dem Stürmer hochschraubt, braucht er eine große Sprungkraft. Freunde, das ist so wichtig. Ihr gewinnt so viele mehr Kopfbälle, wenn ihr darauf achtet. So, Ramos ist 1,84. Denkt euch so, 1,84 ist doch auch nicht so groß. Schaut bitte mal auf die Sprungkraft. 93 Sprungkraft, der Typ gewinnt jeden Kopfball. Ramos ist ein Beispiel, welches nicht optimal ist. Es ist nicht optimal. Der Typ ist 1,91, sehr, sehr groß,
Theoretisch müsste er jeden Kopfball gewinnen, ist bei mir aber nicht der Fall, weil er nur 79 Sprungkraft hat. Ich habe ihm trotzdem den Chemistry Style Shadow gegeben, weil ich einfach will, dass der Typ schnell ist. Und der ist verdammt nochmal schnell mit Shadow. Also der gewinnt jedes Laufduell und das ist mir bei Varane ein bisschen wichtiger als die Kopfbälle. Er gewinnt die meisten Kopfbälle, aber er gewinnt nicht alle Kopfbälle und das liegt einfach nur daran, dass seine Sprungkraft nicht so hoch ist. Das merke ich immer bei Eckbällen und so. Ich wähle ihn niemals an, weil er die Kopfbälle manchmal halt nicht gewinnt. Deswegen Varane, Freunde, ganz, ganz wichtig. Varane geht gerade so, weil er ist groß. Er ist groß. Er ist 1,91, da reichen die 79 Sprungkraft. Das ist wichtig, Freunde. Besser wäre wahrscheinlich ein Anker, aber ich habe ihm halt auch mal den Shadow gegeben. Jetzt will ich nicht den Anker draufballern, weil ich dann 5000 Münzen umsonst ausgegeben hätte. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Aber bei Varane, es geht, weil er so groß ist. So, Walker. Walker ist 1,83, ist groß für einen Außenverteidiger. Das passt auf jeden Fall. Hat 83 Sprungkraft plus 10. Hat jetzt 93 Sprungkraft. Auch ganz, ganz wichtig, Freunde. Der Typ ist eh schon sehr, sehr schnell. Der ist eh schon sehr, sehr schnell. Hat hier 91 Antritt und 98 Sprintgeschwindigkeit mit Anker. Passt perfekt, den überläuft so schnell keiner und dadurch, dass ich ihm jetzt hier eben auch noch die Sprungkraft gegeben habe, perfekt, 93 Sprungkraft, der gewinnt jeden Kopfball, Freunde. Petit habe ich keinen Anker gegeben, habe ich auch überlegt, ob ich ihm einen geben sollte, wäre vielleicht auch nicht so blöd, aber Freunde, bei Petit ist mir aufgefallen, der gewinnt jeden Zweikampf, weil ich ihm halt hier Shadow gegeben habe und er bei der Defensive besser wird. Und er ist unfassbar schnell und das ist halt auch durch den Shadow. Und da sind mir diese zwei Punkte, dass er in der Defensive unfassbar gut ist und immer richtig steht und immer perfekt abfängt und Zweikämpfe so krass gewinnt, das ist mir wichtiger. Und eben, dass er sehr, sehr schnell ist, dass er hinterherkommt, das ist mir wichtiger, als dass er jeden Kopfball gewinnt. Denn für die Kopfbälle im zentralen Mittelfeld, also er ist 1,85, ne, das reicht aus. Deswegen, er gewinnt, würde ich sagen, zwei Drittel oder drei Viertel der Kopfbälle. Er ist ein guter Kopfballspieler. Aber bei Matuidi zum Beispiel, Freunde, der ist nämlich nur 1,80 groß. 1,80 ist jetzt nicht die Welt. Was habe ich ihm gegeben? Ich habe ihm einen Anker gegeben. Bringt plus 10 Sprungkraft, der hat 96 Sprungkraft. Er gewinnt jedes Kopfballduell. Vor allem, der hat auch so eine gute Stärke, gute Aggressivität. Und schnell genug ist er, finde ich zumindest, bei Matuidi. Weil das ist halt ein richtig defensiver Spieler. Aber Petit muss auch mal ein Laufduell gewinnen können. Vor allem nach vorne ein Laufduell. Und deswegen habe ich ihm eben den Shadow gegeben. Aber Freunde, die Größe des Spielers ist unfassbar wichtig. Beachten ganz viele Leute nicht. Bitte achtet auf die Größe und vor allem auch auf die Sprungkraft, denn dadurch gewinnt ihr die ersten Zweikämpfe, die Luftzweikämpfe. Ihr werdet so viele mehr Bälle haben und ihr werdet euch wundern, wie gut euer Spiel auf einmal funktioniert, wenn ihr große Spieler bzw. Spieler mit guter Sprungkraft habt. So, Freunde. Dann gehen wir jetzt noch kurz weiter allgemein zu den Chemistry Styles. Und zwar wirken die so stark auf die Spieler ein. Nutzt bitte Chemistry Styles. Das ist ein kurzer Appell an euch. Ist aber auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Nutzt bitte Chemistry Styles. Varane, er hat einfach über 90 Tempo. Digga, der hat jetzt einfach 98 Antritt und 95 Sprintgeschwindigkeit. Das ist ein Cheat. Das ist ein Cheat. Ohne der Chemistry Style Karte wäre er nicht so schnell. Wäre er bei weitem nicht so schnell. Freunde, ihr wisst, wie viel 10 Tempo ausmacht. Stoikov extrem schnell dadurch, Tauveur extrem schnell dadurch, hat dadurch auch noch einen besseren Abschluss und so weiter und so fort. Bei offensiven Spielern würde ich euch eigentlich immer Hawk oder Hunter empfehlen, bei Mbappé lohnt sich kein Hunter. Der Typ ist schon so schnell, der hat 96 Tempo, da reicht der Hawk perfekt aus, deswegen kann ich ihm das geben, dann ist er auch nochmal bei der Physis ein bisschen besser. Aguero zum Beispiel habe ich Tempo gegeben, das ist ganz wichtig bei ihm. Freunde, Chemistry Styles sind unfassbar wichtig, nutzt diese wirklich, die haben einen großen Einfluss, ihr müsst einfach nur auf den Spieler drauf gehen und dann seht ihr hier, was das für einen Einfluss hat und das hat einen mega, mega großen Einfluss und das macht eure Spieler wirklich extrem viel besser. Das war früher nämlich nicht so stark der Einfluss, aber dieses Mal ist es wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Wir gehen jetzt auch noch weiter zu einem weiteren Punkt und zwar sind das die Super Subs. Ich habe hier auf Son einen Hunter oben, das bringt aber absolut gar nichts. Den habe ich irgendwie nur so gekauft schon, glaube ich. Bringt aber gar nichts. Wenn ihr Spieler einwechselt, haben die keinen Chemistry Style sozusagen. Also EA sagt einfach, die bekommen kein Upgrade dadurch. Ja, ist einfach so oder nur ein ganz kleines. Ja, irgendwie hat er doch plus 2 beim Antritt. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Also hier wird nämlich gar nichts angezeigt. Ist auch egal. Chemistry Style ist bei Auswechselspielern auf jeden Fall nicht wichtig. Ich habe auf jeden Fall immer einen, den ich in die Mitte einwechsel. Und zwar ist das Goretzka. Der kommt meistens für Matuidi. Ich lasse Petit drinnen, weil Petit ein Icon ist. Der ist einfach sau wichtig. Und dann wechsle ich meistens einen Stürmer. Ich zeige es euch mal kurz in einer anderen Formation, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
Meistens wechsle ich hier Aguero aus, weil Aguero nach der Zeit ziemlich scheiße wird, weil er einfach nicht so gute Ausdauer hat. Dann wechsle ich hier noch Goretzka und dann wechsle ich im Laufe des Spiels irgendwann noch den Pepe ein. Pepe, Linksfuß, wichtig, hat guten Fernschuss, 81, das passt, ist mega schnell. Linksfuß, wie gesagt, ja, Goretzka in der Mitte, super Werte, komplett ausgeglichen, ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Dem sollte man, wenn er von Anfang an spielt, einen Anker geben, damit er bei der Sprungkraft ein bisschen was dazu bekommt. Aber ansonsten sehr, sehr guter Spieler, wirklich super Spieler und Son absoluter Gamechanger. Ich werde euch jetzt mal kurz einen Clip einblenden. Ne? Da hat er mir ein sehr, sehr entscheidendes Tor gemacht und das Tor hätte nicht jeder gemacht, sage ich. Also viele hätten den daneben geschossen, aber Son hat ihn sehr, sehr platziert reingeschossen. Das hat mich wirklich unfassbar gefreut, dass er den eben so schön reingemacht hat. Freunde, was ich euch einfach sagen will, sucht euch gute Super Subs aus. Ich würde euch raten, ein oder zwei zentrale Spieler zu wechseln. Auf jeden Fall einen, mindestens einen. Auf jeden Fall einen offensiven, also einen Stürmer auf jeden Fall. Und dann würde ich euch noch einen Flügelspieler raten oder noch einen zweiten Stürmer. Kommt drauf an, was ihr halt so für Spieler in eurem Team habt. Weil zum Beispiel einen Stoikov würde ich niemals rausnehmen, weil der immer ein Tor machen kann. Ja, aber Auswechselspieler sind unfassbar wichtig. Super Subs sind unfassbar wichtig. Nutzt da bitte auf jeden Fall die Super Subs. So, Freunde, wir kommen jetzt nochmal kurz zu etwas weiterem. Ganz kurz, das Video ist eh leider schon sehr, sehr lange. Und zwar wundert euch nicht, wenn bei der Weekend League ab dem 15. Spiel das Ganze schwieriger wird. Wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, 14:1 oder so steht, freut euch bitte nicht zu früh, denn ab da kommen erst die schwierigen Gegner. EA macht es immer so, dass die Auto-Connection am Anfang machen. Das heißt, ihr bekommt am Anfang random Gegner zugeordnet, könnt auch mal einen silbernen Bronze-Spieler bekommen, ihr könnt einen Gold-3-Spieler bekommen oder sonst was. Ab 15 Spielen, ungefähr ab 15 Spielen, man weiß es nicht ganz genau, das ist nicht offiziell, aber das ist einfach so, es ist mir schon so oft aufgefallen. Ab 15 Spielen kommen richtige Schwitzer. Wenn ihr irgendwie, eben wie gesagt, 14:1 steht, ihr bekommt safe einen Top-100-Spieler. Ich habe in den letzten zwei Weekend Leagues immer einen Top-100-Spieler bekommen. Letzte Weekend League habe ich sogar den Top-100-Spieler besiegt. Diese Weekend League habe ich 3:2 verloren, leider. Ja, wundert euch nicht, dass es immer schwieriger wird im Laufe der Weekend League. Schaut, dass ihr eure Konzentration hochhaltet. Nach einer Niederlage könnt ihr Pause machen, müsst ihr nicht, ich mache es nicht. Viele sagen aber, dass das was bringt, deswegen nutzt eventuell auch eine Pause. So, Freunde, meine Speicherkarte ist jetzt voll, ist aber auch komplett egal, denn das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen nach oben da. Weitere Punkte wird es, wie gesagt, in einem kommenden Video geben, denn zum Beispiel eine gute Defensive ist meiner Meinung nach wirklich der Grundbaustein für den Elite-Rang. Ganz, ganz wichtig, Defensive muss auf jeden Fall stehen, aber dazu kommen wir in einem weiteren Video. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst alle mal ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid und falls ihr eben auch Bock habt auf dieses neue Video, was dann noch kommen wird, mit den Gameplay-Tipps. Und damit bin ich raus, Freunde. Vergesst nicht, habt natürlich immer High Hopes. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.